So, erste Fahrkurve, Heuwegelchen. Erste Kurve haben wir, dann lassen wir eben rüberlaufen, dann können wir noch zwei machen. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, ich kriege die 1,2 Millionen zusammen. Obwohl 529 habe ich ja schon. Machen mir eigentlich weniger Sorgen. Doch, eigentlich schon. Das wird wahrscheinlich genau alles sein, was wir haben. Müssen wir bloß für einen günstigen Preis Verkauf kriegen. Das jault. Habe ich noch was auf der Bank liegen? Lass mal gucken. Kann ich doch auch hier einsehen, ob ich noch verkaufen kann. Ob noch was über ist. Aber ich meine, ich habe alles verkauft Anfang der Saison. Nee, ich habe keine mehr. Dann muss das so sein. Auch nicht schlecht, alles egal. Nichts mehr im Petto. Hauptsache, wir kriegen hier noch ein bisschen Gold zusammen. Und dann machen wir mit der nächsten weiter und dann sieht das schon anders aus. Das Leerrad können wir ausschalten. So. Gut. Das heißt, zwei Karren können wir rüberkarren. Und dann können wir laufen lassen. Doch mal versuchen, ob ich nicht vorwärts reinfahren kann, drunter, unter die Schaufel. Ein bisschen, nicht so weit, das ist zu weit. Also geht dann aber besser. Wenn ich zu weit fahre und wieder ein Stückchen vor, dann dreht sich die Kamera nicht immer wie beim Rückwärtsfahren. Wenn ich so weitermache hier, dann komme ich hier nicht mehr rein, ne? Habt ihr gesehen? War schon verdammt knapp jetzt. Ach so, nee, das ist ja nur so ein kleines Stückchen. Okay, dann geht das noch. Oh! You can restart your PC. Ich kann nicht so gut Englisch, sorry. I'm not so good in English, sorry. You can start the PC new and look ob it's then work. Ja, Restart heißt das, genau, das war's. Huch!
Ja, bestellt habe ich alles. Soll Dienstag oder Mittwoch soll der Rollladenmotor ankommen. Vorbereitet ist alles. Ja gut, da muss ich die ganzen Wände neu verputzen. Ja, teilweise. Sehr. In so einem alten Haus ist es halt eben so. Das ist alles im Arsch. Ich habe überlegt, ich werde mich mal abends hinsetzen und mal immer ein paar Stündchen streamen. Bis 12 Uhr oder so. Geht ja. Und dann komme ich da auch mal wieder zu. Ich habe letzte Zeit so wenig Zeit gehabt. Aber morgen mache ich ein anderes Spiel. Heute können wir mal wieder 4, 5, 6 Stunden das hier spielen. Mal gucken, was wir morgen machen. Vielleicht Assetto Corsa. Aber da müsste ich aufnehmen. Nee, das muss ich nur aufnehmen. Das kann ich nicht streamen. Voll? Voll. Ich kann noch aus, ne? Ja, wer muss denn jetzt wieder schreiben? Ist ja unglaublich. Zack. Warum mache ich Motor aus? Aha. Gewohnheit. Sag ich doch, so geht das viel besser.
Habe ich denn nicht gleich so gemacht? Ach, da haben wir noch ein bisschen Platz für den Ketten, dann können wir noch ein bisschen wegnehmen von dem Zeug. Warte mal eben. Der macht hier ein bisschen fiese Matenten. Geht nicht tiefer? Ist schwierig da unten in der Ecke. Also ja, fummeln mit dem Arm. Aber geht. Rauf geht einfacher, finde ich. Aber das ist wirklich so, nach wenn man mal auf so einem Bagger gesessen hat, egal ob jetzt so ein großer oder so ein Mini-Bagger, so ein Spielzeugbagger, wenn du dann irgendwann hast du das einfach raus, wie du welchen Hebel wann in welche Richtung drücken musst, damit es passt. Mein Gott, hier ist nicht die Realität, aber man merkt es einfach irgendwann. Ah, so passt das. Nur hier hat man den Vorteil, dass man ins Loch reingucken kann. Also so durch diese Ansicht. Die hast du dann im Dings nicht. Man könnte, wäre vielleicht die Idee, vorne eine kleine Kamera dranhängen und dann hier so eine VR-Brille aufsetzen. Das wäre eine Möglichkeit.
Müssen wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Möchte ich was für Bitten, dass das geht? Ja, komm, da hinten brockel ich aber jetzt nicht rum. Das hält so sehr auf. Ich mach mal lieber hier vorne. Dass ich hier noch Gold zusammenkriege, dass wir die Anlage laufen lassen können. Und für die nächste Ladung bauen wir den direkt um hier, den Bagger. Fahren wir direkt ein Stück zurück. Nein, 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 andersrum. So, jetzt kannst du. So, oh, eine geht noch. Obwohl, wir könnten hier noch mehr, aber ich glaube nicht, dass wir einen ganzen Wagen voll kriegen. Also quasi ein Kipper. So, das kann so stehen bleiben. Den fahren wir gleich erstmal ein bisschen weg. Na, jetzt gehen wir erstmal waschen. Ich habe so irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwo was vergessen. Ich weiß nicht was. So, Dalle. Auf geht's. Moped anschmeißen. Hui. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Läuft, läuft. Da läuft alles. Da sind auch alle Matten drin, alles, ja, soweit ich sehen kann. Dann kann man schon sehen, ob die Schmutz. Ja, ein bisschen das drin, ne? Guckt mal. Kann ich ein bisschen laufen lassen, haben die sich schon verändert. Auf die Plätze, fertig, los. Wir könnten den Bagger umsetzen. Lohnt sich das? Nee, lohnt sich nicht. Nö, das lohnt sich nicht. Können wir gleich machen. So viel Zeit ist. Ja. Jeder gerade was. So.
Ah ja, immer Zeit, mal einen Schluck Kaffee zu trinken. Dann müssen wir aber schnell schlucken. Aber der ist schon gleich leer. Ich will nur losrennen hier. Jetzt könnten wir runterfahren. Nee, die haben kein Wasser. Lassen wir. Obwohl, eigentlich haben wir genug Wasser da drin. Der ist ja so gut wie voll, der Turm. City of Haines. Okay. So machen wir nachher wieder drei Stück. Also noch das Bild habe ich auch noch offen. Da hat er mal meine Kamera eingestellt. Aber die mache ich nicht an. Habe mich heute nicht hübsch gemacht. Und ich muss auch erstmal eine Decke wieder vernünftig hinhängen. Der wird langsam leer. So, der ist leer. Da haben wir noch über 50. Ah doch, guck mal, da kommen wir über 50, ne? Gut, das kann schon mal aus. Dann braucht das keinen Strom. Die Lampen brauchen wir auch nicht, wirklich. Dingen. Kann man sehen, ja. Na gut, wenn nichts reinfällt, fallen auch keine Steine raus. Empty. Oh, fast 60%. Ist doch mal was. Nun können wir Wasser wieder abstellen. Ja, 950.000. Ach. Könnten wir sogar durchlaufen lassen quasi, ohne dass wir Probleme haben. Nachts ist ja Wasser da. Dann können wir die wieder ganze Nacht durchfüllen. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Strom in dem Restbenzin, in dem Diesel hier im Stromaggregat ist. Ist es denn? Mano! Also weitermachen, liegen wir gleich im Loch drin. Kann ich auch sagen, von nun an ging es bergab. Ach so, nicht ganz ranfahren. Genau. Eben den Bagger umstellen. So mal ungefähr.
Ja, ne? So können wir es lassen. Bremse drauf. Endstellen für den Radlader. Oha, sehr tief die Schaufel. Das ist egal. Passt ja. Kriegen wir hin irgendwie. Ach nee, rückwärts. Da war doch was. Können wir lassen. Passt auch. Wieder viel zu gut. Jetzt können wir auch da anfangen, oder? Ist egal. Ist egal, wie rum wir uns drehen. Wir drehen uns eh die ganze Zeit im Kreis. Warum stoppt das wieder? Stimmt ja, da ist ja dieser komische Knüppel. Irgendwas hängt da. Machen wir das mal so. Mal so vorsichtig von oben weggreifen. Ein bisschen. Oh, jawohl. Klappt doch. Ja gut, so rum geht natürlich auch. Dann war ich wieder zu schnell. Mist. Ruhig, Bruno. Okay. Dann wieder so rum. Ich hätte weiter ranziehen müssen. War nicht viel drin. So, einen können wir noch machen hier. So zum. So hätte das. So wäre das gegangen. Wie ich jetzt gemacht habe.
Und jetzt können wir da unten buddeln. Also quasi in der Tiefe. Im Urgestein. Bei den Ureinwohnern. Wo habe ich das jetzt wieder her? Ureinwohner. Ah, vom Gronkh. Wo der Forrest gespielt hat, hat er das immer gesagt. Ja, jetzt weiß ich wieder. Du kannst auch mitkommen. Ah, sehr schön. Schon wieder gleich voll die Kiste. Ja, ich hoffe, jetzt wird da ein bisschen mehr Gold. Aber das war es auch sehr wenig, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wenn wir die Reste haben, wenn wir hier um alles großartig weggebaggert haben und haben dann quasi die Reste, die wir dann mit dem Radlader weggeladen. Ob da überhaupt noch Gold drin ist, in den tieferen Schichten. Ich glaube, da werden wir auch kaum was finden. Na gut.